Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ja, wir fahren nochmal Holz zum Sägeberg. Weil wir haben es halt, ne? Bevor wir weiter mit unseren Harvester weitere Bäume fällen. Ein bisschen Geld zu verdienen, um sobald im Frühjahr das losgeht, vielleicht noch ein Feld zu kaufen oder das Sägewerk zu bauen, in eine Bretterproduktion einzusteigen. Ne? Ja, mal schauen. Ne? Einer am anderen. Das Sägewerk braucht ungefähr 1 Million. Macht natürlich nur Sinn, wenn wir ja auch hier im Sägewerk noch entsprechend Holz haben zum Verarbeiten. Ne? Also, muss ich mal sehen, was das denn wirklich Sinn macht. Ne? Wäre ja also auch blöd, wenn wir jetzt das herstellen und dann im Frühjahr nichts haben und dann nachher da keine Zeit für haben. Nur die Felder sind bestellt bis auf die 38. Da wollte ich zuerst Silageballen pressen, also die Grasernte durchnehmen, durchführen, dann Silageballen. Fall mir nicht um, du, fall mir nicht um, du. Das wäre heute gar nicht günstig, so voller Nacht. Das muss richtig schwer sein. Jetzt kommen wir nicht rum, wenn lang geschirrt. Jetzt kommen wir. Ja, hier ist Winter. Wir hatten ein bisschen Schneefall gehabt, dann war es Regen. Und jetzt haben wir so ein Schnee zu liegen. Wow, alles verkauft. Jo. Fahren wir zurück, ne? So. Ein bisschen viel terraformt, aber war ein Versuch, den Weg höher zu holen und dann nicht ganz so schräge runterkommen zu fahren, zumindest in die Kurve, zumindest umzufallen. Ne? Ja, fahren zurück zum unserem Waldstück und werden weiterhin Bäume fällen. Weil viele lieben nicht mehr, also müssen wir hier gefällt werden. Winter ist leider so, dass wir da fast keine Anarbeiten haben, außer Mischfutter herzustellen. Natürlich auch Schnee räumen. Bin ungünstig gefahren, ne? Mist ist noch nicht voll geworden. Muss ich mal schauen, wo das liegt. Am Aufbruch ist immer Stroh. Hier war der globale Markt. Ne? Da kann man so gut alles verkaufen. Da fahre ich jetzt nicht runter. Den Fehler mache ich nochmal. Und hier auch gut ist. Na gut.
Gerade so. Muss ich noch anpassen. Okay, fahren wir ein bisschen ran, damit wir nicht laufen müssen. Teilweise grün von beiden, ne? Von dicht ist es nachher. Da ist er auch. Freundlich. Das kleine Geäst. Gut, da haben wir den, das gute Stück. Könnt ihr die Musik hören? Nee, ne? Die Hösen mal gucken, dass ich hier den Game Sound, also den Sound bei den Fahrzeugen ein bisschen reduziere. Die Musik schlägt ja zur Hälfte aus, das passt. Machen wir ein paar Meter, ne? Bevor die Nacht einbricht. Im Grunde muss man die Jahreszeiten unterteilen, ne? Im Winter 3 Tage wäre eigentlich ausreichend. Rein theoretisch. Frühling, Sommer und Herbst dann 6. Mein fängt auch 7. Aber ist leider so. Man muss im Prinzip alles ein bisschen verteilen in die richtige Richtung. Ich tendiere mal jetzt, wir kaufen keinen Sägeweg, sondern wir werden uns gerade Felder kaufen. Was wir gebrauchen könnten, ne? Und sobald wir die Felder haben, wird die Ernte im globalen Markt ein Eignung zu schaffen, um dann entsprechend für die Marsch genügend Weizen und Gerste zu haben. Kostet ja erstmal Geld für die Marsch. Aber durch die Bierproduktion her, das gleicht wieder näher aus. Und bei der Marsch ist aktuell Sommer, also Herbst. Die Hopfenernte fängt an. Ab Montag. Ist dann zu sehen. Und dann würde ich noch versuchen, da ein Feld zu kaufen. Mit Körnermais. Und da schaue ich mal ins Lager rein. Zu bringen. Das Körnermais. Wie gesagt, das muss ich mal schauen, ob das morgen schon reif ist. Welche Spiele. Und dann werde ich es auch ernten. Ich halt noch Maisgebiss kaufen zweimal. Für den Glas und für den anderen Case. Hallifeld 4, da ist glaube ich Mais drauf, da voll zu ernten. Das gibt dann was zu holen. Vielleicht kann ich das den Wunsch erfüllen. Körnermais liefern. Ich muss auch nur sehen, dass wir den Server privat machen, sonst ist da nicht lange genug drin. Also Getreide und allgemein Getreide, ob Weizen oder Gerste, ist eine Mangelware. Und da wird es stark gebraucht, ne? Vom Feld.
den falschen um. Wir sollten nicht drücken. Ich muss rückwärts fahren. Das können wir auch drücken, ist egal. Ich wollte so nicht fliegen. Ich wollte eigentlich nur Flugzeug fahren und dann eher einen Baum schneiden, ne? Aber es kam doch anders. So, der nächste. Also viele Bäume habe ich hier. Es lohnt sich noch richtig, bevor wir uns zum nächsten Abschnitt aufmachen. Und zwar die neue Karte in Thüringen. Ich weiß den Termin nicht genau. Das weiß ich gar nicht. Krähe für den Schnee. Ja, normalerweise ist Wald auch geforstet. Irgendwann hier wieder voll zuschlagen zu können. Mit richtig großen Bäumen. Die sind auch schon groß. Die sind dichter gepflanzt vielleicht. Aber wenn nur eine neue Karte kommt. Da die Wachstumszeit ja 7 Jahre dauert, ist das im Grunde Unsinn, ne? Könnte höchstens einplanieren und zum Feld dazu nehmen für 12. Also zum nächsten Mal erweitern, ne? Oder schon früher zumindest auf Wiese zu nehmen. Also, das ist so alles offen. Vom Feld. Ja, es ist gleich Sonntag. Nee, Quatsch, Samstag. Bloß nicht. Ja, und dann nächste Woche. Ja, wahrscheinlich 3 Tage. Ne? Also dann Freitag vielleicht frei. Aber ich weiß auch nicht genau. Aktuell viel Arbeit. Kann nicht sein, das heißt, ich darf dann arbeiten. Ist halt so, ne? Aber wie gesagt, mal sehen, nächste Woche muss ich mal ein bisschen betreiben. Dann muss ich mal jeden Tag 2 Stunden arbeiten. Und ein bisschen ja, zurechtzukommen. In vielen Zeiten. Denn morgen habe ich also schon keine Lust zu. Samstag allgemein muss ich nicht haben unbedingt, aber mache ich mal eine Woche länger. Habe ich mehr von. Auch finanziell ist es besser. Entweder arbeite ich von um 5 bis um. Ja, 17 Uhr. Klingt verrückt, aber. Oder ich fange früh um 3 an, höre 17 Uhr, 15 Uhr auf. Muss ich mal sehen. Finanziell ist um 3 besser. Zumal eh keiner da ist. So wenige Ausnahmen. Das denke ich auch, ob der Leser arbeitet, auf den 3er schickt. Dann muss ich mir Sonntagabend alles fertig machen. Essen und so. Kaffee muss ich eigentlich früh kochen, das ist ganz blöd. Ein Automat in der Firma der Kaffee ist mir zu wenig, eine halbe Tasse. Deswegen seid mal eher
ich doch zu Hause die Kanne voll machen, ne? Mal, mal sehen. Ob ich dann früh um 3 mit dem Hintern aus dem Bett komme. Gut, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Einmal Holz, ne? Jetzt werde ich mich um 5 Uhr dann früh zum Schlafen gehen. Ja, nee, zum Schlafen gehen nicht. Ja, leider noch eine Folge mit Holz. Tschüss und Vertrauen. Ja, bis zum Sonntag. Tschüss.